What's going on right now? Servus, grüß euch. Hier ist der Olli. Schauen wir mal, wer sich einschaltet aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da habt ihr die Karte. Ich sehe euch, seht ihr mich. Ich bin ein paar Minuten näher dran und wollte mal sehen, wer sich heute einschaltet. Mit einem kleinen Livestream wollte ich Hallo sagen, hier aus Washington, D.C. Und da sind die Ersten dabei und jetzt legt mal los. Es gibt auch hier in Washington D.C. was Neues, das viele von euch, die schon öfter in Washington D.C. waren, noch nicht kennen. Und zwar ist es das World War I Memorial. Da oben steht es, die Western Front. Da ist ein bisschen eine Übersichtskarte, wie, wann, wo die Amerikaner hier in Europa mit eingefallen sind und geholfen haben. Da oben sind wahrscheinlich die wichtigsten Daten, dieser 29. April. Denn, wie es da drüben steht, am 6. April 1917, da haben die Amerikaner sich entschieden, in den Ersten Weltkrieg mit einzutreten, mitzuspielen. Und das hat hier dann eben dieses ja, ganz interessante Memorial, das für viele noch unbekannt ist. Einer, den begegnet ihr auch in New York City. Da hat er nämlich einen Square. Das ist hier der John J. Pershing. Von 1816 bis 1918 hat er gelebt. Und da gibt es den Pershing Square. Dieser Pershing Square, das ist direkt beim Grand Central Terminal. Und ihr seht, das Wetter ist wahnsinnig toll. Und dieses Memorial hier ist ganz interessant. Eins wollte ich euch noch zeigen, bevor wir uns dann in Richtung Weißes Haus auf den Weg machen. An diesem wunderschönen Samstag, einem der letzten freien Samstage von mir, denn ab morgen geht es dann auch am Wochenende wieder in die Stadt und da bin ich dann für euch live unterwegs in New York City. Jetzt da aber sind wir hier in Washington D.C. Auf der rechten Seite, da ist die amerikanische Fahne dahinter, da seht ihr einen Turm, das ist das Trump Hotel. Und ein bisschen weiter hinten, da ist ein Gebäude, das in den Schlagzeilen war. Zoomen wir mal kurz rein, da haben wir es. Da ist das Kapitol, das war in den Schlagzeilen, das ist in den Schlagzeilen. Da spricht man von einer Surrection, da spricht man davon, dass die Leute ins Kapitol gestürmt sind und hier viel Harm anrichten wollten. Jeder muss sich das selber anschauen und dann entscheiden, ja, haben die Polizisten jetzt die Leute reingelassen oder nicht? Waren zu wenige Polizisten angestellt oder nicht? Aber da wären wir wieder zu politisch, von daher lassen wir das Ganze. Der Blick ist toll und wir machen uns jetzt hier auf dieser Pennsylvania Avenue ein bisschen weiter. Wie gesagt, zum einen bei diesem 9/11 Memorial, nein, World War I Memorial, so heißt es, ne? Das ich euch nochmal zeige, das viele von euch noch nicht kennen, vorbei. Da steht nochmal der Name. Die Sonne blendet natürlich. World War I Memorial. Und jetzt da haben wir gleich eins und dann schaltet sich der eine oder andere noch mit ein. Bei meinem letzten Livestream hier in Washington D.C., back in February, glaube ich, war es, da war dieses Memorial gerade im Bau. Und jetzt ist das Memorial fertig. Und es ist ein schöner Platz geworden und die haben was ganz Interessantes hier. Wer will, kann auch was Kurzes durchschreiben. Die haben was ganz Interessantes hier, denn ähnlich wie in Würzburg, wo es so ganz tolle Modelle gibt der verschiedenen Sehenswürdigkeiten, hat es hier die Sehenswürdigkeiten als, wie man so schön sagt, Fühlwürdigkeiten, denn da hat man ein Sculpture Detail, wo man jetzt wirklich zum einen erlesen kann, was da steht, Sculpture Detail, und dann das Ganze auch erspüren kann und erfühlen kann. Und das ist wirklich eine ganz interessante Sache. Auf der anderen Seite, da habt ihr hier einfach nochmal dieses ganze Memorial in Fühlmöglichkeit hier drauf gemacht. Und das ist natürlich auch wirklich eine ganz tolle Sache hier. Interessant. Das ist alles ein wenig auf Seite, ne? Wow. Wenn wir auf die andere Seite schauen, da habt ihr das Willard Intercontinental. Ganz tolles Hotel. Wir haben die letzte Nacht
Ganz lustige Geschichte, ne? Wir haben die letzte Nacht im Holiday, wie heißt's? Hilton Garden Inn, so heißt Hilton Garden Inn verbracht. Die Catherine, die hat gerade so einen großen Cancer Congress, die arbeitet ja für eine Pharmaziefirma und die war in dem Marriott Marquis. Die Catherine und ich hatten gestern unseren Hochzeitstag, 11, 12, 13, da haben wir geheiratet, also am 12.11.2013. Und da habe ich gesagt, und schaut euch den Blick an auf das Willard, und da habe ich gesagt, wenn die Catherine in Washington ist, dann packe ich den Papa ein und packe die Kinder ein und mache mich natürlich auf den Weg nach Washington D.C., um unseren Hochzeitstag gemeinsam zu verbringen. Und hier habt ihr nochmal den Megablick. Cool, oder? Schön. Und so war die Catherine dann in dem Marriott Marquis und hat sich gedacht, hey, sie bucht jetzt ein Hotel für die zweite Nacht, die sie bei dem Kongress dann ja heute noch verbringen musste, und nimmt das Holiday Inn, das mit dem Indoor Swimmingpool, und ratzfatz, nicht aufgepasst, nicht Holiday Inn, Hilton Garden Inn. Und da war sie dann im Hilton Garden Inn ohne Swimmingpool gelandet in Georgetown. Letztendlich sind wir am Abend dann angekommen und die Kerstin hat gesagt, Mensch, da gibt es keinen Swimmingpool, die Kinder, die sind ausgeflippt. So haben wir uns entschieden, zumindest die Kerstin, Mensch, das eine wird gecancelt, ist ja einfach hier, zahlst du nichts dafür. Und dann hat sie das nächste Hilton Garden Inn bestellt. Ich habe es in mein Navi eingegeben. Und es hat leider das falsche Hilton Garden Inn aufgeschnappt. So sind wir am Abend dann um 10 beim nächsten gelandet und letztendlich beim richtigen angekommen. Hier das Hotel Washington. Und dann machen wir uns gleich rüber auf die andere Seite, um zu sehen, was es da gibt. Wenn ihr rüber schaut, habt ihr dieses Washington Monument. Dieser schöne Obelisk. Und schaut euch ruhig mal die Filme auf YouTube an, die ich damals im Februar gemacht habe, denn da war ja noch alles hier wirklich abgesperrt, auch gerade am Kapitol. Das war der Hammer. Da hatte man ja Angst, dass da das Kapitol quasi übernommen wird. Und mittlerweile hat sich das Gott sei Dank, you're welcome, man, Gott sei Dank wieder alles normalisiert. Civil War to Civil Rights. Da findet man ein bisschen Informationen. Da hat es auch einen ganz tollen Spaziergang. Und dieser Spaziergang, da sind wir jetzt an W5 gelandet. Und da machen wir uns jetzt zum, wie gesagt, zum Weißen Haus. So, also, was soll man daraus ziehen, was ich euch gerade erzählt habe? Wenn ihr euch ein Hilton Garden Inn, egal in welcher Stadt, bucht, passt darauf auf, dass ihr das Richtige bucht. Und wenn ihr dann vor Ort seid, passt auf, dass ihr ins Richtige geht. Natürlich, dass ihr es gebucht habt. Super. Aber ja, war ganz nett. Eine geile Nacht. Die Kinder und ich, wir waren dann 1,5 Stunden im Swimmingpool. Das musste man natürlich vorher anmelden und hat dann ein Zeitfenster bekommen. Und das ist einfach so ein bisschen die ruhigen Straßen von Washington D.C., das ihr hier seht. Da sind wir auf der 15. Street Northwest. Das ist auch ein ganz interessantes Straßenmuster, das man hier hat. Und wo sind wir hier gelandet? Am Department of Treasury. Wow, da steht's. So, the Department of Treasury. Da oben hat es noch ganz interessante Bilder. Also das Department of Treasury wurde 1789 gegründet. Und da hat man eben dieses Equality, dann die ganzen Sterne, die für die damaligen Staaten standen, und dann den Schlüssel. Ganz interessant. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich ähnlich. Da habt ihr es natürlich in Lateinisch. Septent. So, auf geht's. Ist es kalt? Du kommst gerade auf RTL. Ja, jetzt mach keinen Scheiß, Uwe. Ich komme gerade auf RTL, ja. Also, liebe Leute,
Ihr seht mich, glaube ich, gerade auf RTL bei Explosiv. Und jetzt kommen die ganzen WhatsApp rein, die sagen, Mensch, wie Olli, wir sehen dich gerade im Fernsehen. Ein ganz tolles Restaurant, das ihr auf jeden Fall besuchen solltet, ist der Old Abbott Grill. Da drüben habt ihr ihn. Old Abbott Grill. Ich bin live hier in Washington DC und in Deutschland laufe ich gerade auf RTL, RTL Exklusiv. Da gibt es meine Geschichte. Wahnsinn. So, da oben ist noch ein cooles Gebäude. Einfach schön historisch. Und gleich haben wir es geschafft und wir sind auf dem Weg zum Weißen Haus. Die Universal Studios, die haben wir natürlich hier nicht. Wir sind gerade in Washington DC. Für eine Nacht habe ich mich hier auf den Weg gemacht, nachdem meine Frau Catherine und ich Hochzeitstag hatten. Gestern bin ich hierher gekommen und wir haben eine Nacht im Hotel verbracht. Und jetzt schauen wir mal. Restricted Area, Do Not Enter steht da. Darf man rein? Wow, das war alles abgesperrt. Also jetzt wird's spannend. So, kann mir noch mal jemand anders verifizieren, dass wir gerade auf RTL waren? Also der Papa, der angekommen ist, die Zoe und der Bo am Flughafen, wer weiß, wer weiß. Und natürlich die Catherine. Please let me know. So, es ist super windig, passt vom Bild und Ton. Das wäre auch ganz schön, ihr sagt mir kurz Bescheid. Und dann darf man wieder vors Weiße Haus. Das war im großen Rahmen abgesperrt. Die haben keinen hergelassen. Auch da hatte man Angst, dass was weiß ich passiert. Das war natürlich alles ein bisschen übertrieben. Hallo Olli, nachträglich alles Liebe zum Hochzeitstag. Danke Sandra. Genau, 11, 12, 13 haben wir geheiratet, also am 12. November 2013. Wie viel Uhr? 9.10 Uhr. Perfekt. So, das haben wir. Have a safe day, man. And thanks for having everything open again. I was here back in February and did a little live stream for my German friends. Feels totally different. Hopefully stay safe. It will. Thank you, man. You too. So, das ist der kleine Smalltalk. Und da ist es, ne? Oh. Oh. Ich meine, es ist immer noch ein wenig so der Indian Summer, ne? Aber jetzt da, wo ist das Weiße Haus? Lang waren wir schon immer da. Spannung steigt. Ob es den Mann noch gibt, der gegen den War kämpft? Ja. Den habe ich auch schon ein paar Mal getroffen, gesehen. Und der sollte eigentlich noch hier sein. Der wird bestimmt ein kleines Zelt haben. Was einem auffällt, wenn man hier so in Washington DC unterwegs ist, ist ein bisschen eine Zelt-City geworden. Obdachlose hat es doch viele. Und die sind da in ihren Zelten. Und es fühlt sich jetzt schon auch geil an für mich, mal wieder hier am Weißen Haus entlang zu laufen. Und wir bleiben dann noch gleich mal stehen, sodass wir reinschauen können. Ist eine interessante Sache. So, wir probieren es einmal hier. So, das ist der Blick aufs Weiße Haus. Abfotografieren, sagen, ihr wart da. Cool. Und links daneben, da habt ihr auch das Washington Memorial. Und wenn wir jetzt hier rüberschauen, bevor wir dann nochmal das Weiße Haus gehen, beziehungsweise lasst uns nochmal direkt das Weiße Haus anschauen. Also ist schon eine tolle Sache. Ich muss jetzt dann auch schauen, wo die Kinder sind mit dem Papa. Und dann hole ich die Catherine heute Nachmittag um 3 ab. Dann fahren wir 5,5 Stunden nach Hause. Und dann geht es morgen früh bei mir um 6 Uhr los. Und wir machen uns auf den Weg nach New York City. Und da habe ich dann eine geile Tour. Es wird der Hammer.
So, da habt ihr so ein schönes Familienbild. Ne? So, schaut es euch an. Da habt ihr nochmal das weiße Haus direkt von hier vorne. Hammer, ne? Mit der amerikanischen Fahne oben drauf. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Servus Mary, servus Basil. Jetzt kann mir einer nochmal verraten, ob wir gerade auf RTL wirklich gesendet wurden. RTL exklusiv heute. Das weiße Haus ohne irgendwelche Absperrungen. Da rennen wir jetzt nochmal vor und sagen Hallo, Mr. President, oder? Oder wie viel Uhr haben wir? Ist gleich Mittagsschlafzeit? Wer weiß. Scherze gemacht, alle gelacht. Ne? So, jetzt wäre natürlich interessant, was der Heiko sagen würde. In Bezug zu der Heiko aus Las Vegas. Wäre mein Schild angebracht? Holiday Tours? Ja. Wäre mein Schild angebracht? Let's go, Brandon. Wer weiß? Wer weiß, ne? Wer weiß? Sollte man mal jemand fragen, ob das Ganze angebracht wäre. Coole Sache. So, da sind also viele Leute. Es ist hier keine Kontrolle. Ich kann mit dem Rucksack rein, ich komme mit meiner Tasche rein. Es hat doch einiges an Polizei. Aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, das ist ihr Hochsicherheitstrakt. Und jetzt haben wir es noch einmal so wirklich ganz toll im Bild. Gehen hier nochmal an die Seite und dann schauen wir nochmal rein. Achtung. So, schaut euch an, da habt ihr das weiße Haus, ne? Wunderschön. Do you want me to take a picture of the two of you? Yeah, yeah. That'd be awesome. No worries, you'll be famous in Germany. Oh, which perfect. Phone? Say hello to my German friends. Hi, German friends. There Hi, you German go. Friends. Okay. Let's see, we gotta take two or three. Okay, one, two, three. Let me take a portrait too. So, one, two, three, and one more. Is the, yeah, the lens is in the shade, right? Yeah. One, two, three. You two are brother and sister, right? Yes. Yeah. Okay, yeah. There you go. As you can tell. We look alike, take, right? Take a look. Yep. Should have turned it on. Do you want a photo? Or I'm fine. Okay. Yeah, I'm just actually live streaming over to Europe. Ooh. Nice. Germany. Like, I'm a tour guide in New York City. Who's Dr. Honeybunny? That's my wife. Oh. Yeah, Dr. Honeybunny. She's my doctor. Hey, have a good one. No, pharmacy. And where are you guys from? California. California. Do you love being back in Washington, yeah, D.C.? Yeah. First time, really? Yeah. So all the way from California. The weather is so nice here. Oh my God, it is. Yeah. Like you have it nice and hot still over there? Yes. Yeah, perfect. There's a really nice restaurant. If you continue walking this way, take a right. Uh-huh. It's the Old Abbott Grill. Old Abbott Grill? Yeah. Crazy. Okay, crazy, amazing, perfect. And how long are you staying for? Just tonight. Yeah, okay. Till tomorrow evening. Okay. Because you should go and see Arlington Cemetery. Arlington walk cemetery. Down, yeah, walk straight ahead to the Washington Memorial. Uh-huh. That's the big obelisk. Yeah, yeah. Then walk the mall to the right, past the Lincoln Memorial, across the bridge to Arlington. Nice. You walk right in there. It's great. Good recommendation. Perfect. Have a good one. Bye. Bye. So, da seht ihr Olli in Action. Ne? Das ist jetzt, ich bin ja New York City Sightseeing Guide, aber da habe ich schon meine Tipps losgeworden, hier für die Amerikaner in Amerika. So, wo sitzt er? Und dann muss ich Servus und Ciao sagen, aber ist es nicht schön? Ist es nicht schön, wie hier alles so wunderschön begrünt ist? Ach, so, da vorne sitzt der junge Mann, der schon seit vielen Jahren hier ist. Da steht's, einer der jungen Männer, Wanted Wisdom, QAnon debunked, What is not the answer? Ja, ist interessante Sache. Hammer. So, ihr seht's, ne? Kennt ihr vielleicht den jungen Mann? Schauen wir mal, Hammer. Hier.
I'm on dollar. Here you go, my man. Let me put this. Thank you. How long have you been sitting here for? Well, it's been here for 40 years. 40 years? Yeah, I'm actually live streaming to Germany. Is that all right? May I? Yeah. Yeah, do you want to say something to our German friends? Yes, definitely. Peace be with you. We love you. We want no human rights violations ever imposed on you by any nation, including the provocateurs of most human rights violations, which is the United States of America. So we want peace for the German people. There you go. Also, er sagt, er will Frieden für alle, ne? Und die Civil Rights für alle, ganz nett. And for 40 years, what gave you the idea to do that? My godfather, my father's very good friend, William Thomas Hollenbeck. Yeah. He was out here for already 3 years with picket signs, and then it became a 24-hour protest. Oh yeah. As of June 3rd of 1981. Wow. And then me and a group of my friends, we were here very early on helping him, but only while we were on this one musical tour that we were able to do. And but by March or April of 83, we had a good friend, Concepcion Picciotto, who we didn't know before this time, but became a very good friend that would help him. Oh, great. About 7 to 9 hours a day for very long. Yeah, I got. For a very long time, for 32 years of the vigil's history, she helped a very long time. Oh, amazing. So that's the amount of hands that have helped us keep the us hands. Going. Yeah. Probably easily hits 150 people. Wow, and rund 150 Menschen unterstützen ihn. That's his part and contribution toward the vigil. There and you our go. Our friend Joe Brown. Thank you so much, man. Joe Brown is like the wolf's little brother. Yeah, we were chili. Perfect. Oh, thank you, guys. But no sprechen Deutsch. Yeah, nicht sprechen Deutsch. Nur ein bisschen. I speak a little bit more. Have a safe day, guys. Thank you. Da habt ihr gesehen, ne? Also einfach hingehen und Hallo sagen und sprechen. Und das ist super. Und da habt ihr noch ein paar Bilder, also ganz interessant. Interesting, interesting, interesting. So, liebe Leute, da vorne haben wir noch eine kleine Demonstration und dann sag ich Servus und Ciao, denn ich muss wieder zu meinen Kids. Es sieht toll aus. Das Wetter, die Bäume, der Indian Summer, das ist die Zeit, in der man hier nach Washington D.C. kommen sollte. Wir waren jetzt gerade am Weißen Haus, haben mit dem jungen Mann mal gesprochen, der gut 40 Jahre hier ist. Da wird jetzt eine kleine Demonstration sein in Bezug zu, was im Iran passiert. New York ist allgemein eine, Washington ist allgemein eine Stadt, in der man einfach demonstriert, in der die Menschen herkommen. Und die stehen dann direkt hier vorm Weißen Haus mit ihren Fahnen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Wenn es einer lesen kann, übersetzt uns das. Auch ganz interessant. Calling US for action and immunity. Da schau an. Schlimm, schlimm, was so in der Welt passiert. Ne? Und das passiert dann direkt hier vor dem Weißen Haus statt. Und den Abschluss machen wir hier vorne an der Kirche, einer berühmt-berüchtigten Kirche. Und dann schaue ich, dass ich die Kinder finde. Wenn mein Papa oder der Sherite oder die Anja, wenn die zuschauen, dann sagt mir Bescheid, wo ihr seid. Schreibt es einfach in die Kommentare. So, mal kurz gepfiffen. Ich habe gedacht, ich höre die Kinder gerade. So. Da kommen wir zu einem Plaza, der es in sich hat. Wir haben ja jetzt in New York, jetzt kommen wir auf New York zurück, der nächste Mayor, der Adams, der nächste Bürgermeister wird ein Farbiger sein. Und ist ein ehemaliger Police Commissioner. Und ganz so sicher wie New York City vor 2 Jahren war, ist es jetzt eigentlich gerade nicht. Aber das ist allgemein in Amerika so.
Von daher ein bisschen aufpassen, wenn ihr unterwegs seid. Es gab diese großen Riots und Auseinandersetzungen und die Geschichte mit dem farbigen Mann, mit dem Verbrecher, der aber ermordet wurde, also der ist auf jeden Fall. Und da haben wir Black Lives Matter stehen. Und da haben wir Black Lives Matter stehen. Und jetzt kommt was Interessantes. Gestern hat einer der Black Lives Matter Aktivisten, der in New York City sitzt, angekündigt bzw. gedroht, dass sollte der neue Bürgermeister, der Adams, sollte er denken, dass er damit anfängt, wieder ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen forscher gegen Verbrechen und Verbrecher vorzugehen, dann wird Blut fließen. Dann wird es Auseinandersetzungen geben, dann werden die Straßen brennen. Ganz interessante Sache. Das bleibt jetzt auch komplett unkommentiert. Ich mache mich jetzt zurück zum Weißen Haus und dann bin ich raus. Und dann bin ich ab morgen wirklich fast jeden Tag in und um New York City unterwegs. Manche Gäste kommen mit auf die Shooting Range, da waren wir jetzt. Andere machen sich mit mir durch New York City. Wir sind mit dem Fahrrad unterwegs, wir sind mit dem Helikopter unterwegs. Und es gibt immer noch Raum für mehr, denn es ist ja so, dass ich auch so Gruppentouren anbiete und von daher kriegt man das auf jeden Fall hin, wenn ihr Lust habt zu kommen. Außerdem gibt es ja auch noch mein Team. Ne? So, einmal noch zum Weißen Haus und dann bin ich raus und dann sage ich Servus und Ciao. Da hinten ist es, nochmal reingezoomt. Und das sieht schon einfach genialst aus. Ich meine, die Qualität, die ich jetzt mittlerweile so streame, ist der Hammer, oder? Seid ihr damit auch im Einklang? Es waren ganz interessante 12 Monate mit dem Livestreaming, das immer professioneller wurde. Und so konnte ich für euch viele Sachen euch näher bringen, zeigen, machen und tun. Ihr könnt immer noch, wenn ihr wollt, Danke sagen mit einer kleinen Spende, mit einem Bier bei www.buymeacoffee.com/holidaytours. Ich freue mich. Wäre ganz lieb. Ansonsten erzählt vom Olli, der heute aus Washington DC streamt. Normalerweise aus New York City gestreamt hat, die kommenden Wochen sich immer mal wieder melden wird, auf alle Fälle, aber jetzt natürlich mit seinen Touren so viel zu tun hat, dass er eigentlich keine Zeit mehr hat, eine Stunde spazieren zu gehen, um euch was zu zeigen. Und bitte Sandra, hat Spaß gemacht, mit dir zu telefonieren und an der Stelle, liebe Leute, es ist möglich, dass man Überraschungen über diesen Holiday Tours Channel schicken kann. Geburtstagsgrüße schicke ich gerne. Und ich kann auch für den Sohn von der Sandra. Sandra, wie heißt er nochmal? Für den habe ich eine Überraschung. Ich werde nicht mit ihm hier vor dem Weißen Haus stehen, aber wir werden in New York City unterwegs sein. Ja. Im April, wenn ihr kommt. Ich sag's, das wird der Hammer. Und ich freue mich auf euch, deine Mama ist eine coole Socke, den Papa lasst ihr daheim und ihr zwei kommt zusammen, Florian. Perfekt. Also Florian, wir sind in New York City gemeinsam unterwegs. Ich freue mich drauf. So, und jetzt dürft ihr nochmal mich sehen, wie ich so vom Weißen Haus stehe. Und dann war's das. Und dann zeige ich euch noch die Family, denn die kommt jetzt auf uns zu. Servus, grüßt euch, liebe Leute. Hier ist der Olli. Oh, bei meinen ganzen Fernsehauftritten habe ich gelernt, ich muss die Brille runter tun. Gell? Also hier ist der Olli von Olli Day Tours, euer deutschsprachiger New York City Sightseeing Guide mit Touren in und um New York City. Heute waren wir um New York City unterwegs. Gut 5 Stunden Fahrt waren es, bis wir hier nach Washington DC kamen.
Da waren wir gestern unterwegs, haben eine geile Nacht verbracht, interessante Nacht, wollte ich sagen, in einem wirklich schönen Hotel, kann ich jedem empfehlen, die Preise passen auf alle Fälle. Hinter mir seht ihr das Weiße Haus. Wow, ja, das Gestein kommt aus Kroatien. Ja, ich erinnere mich dran. Und dann habt ihr hier jetzt einfach mal einen kleinen Einblick bekommen zu ein paar Sites. Man kann wieder her, das ist ganz toll. Man darf es auch live streamen, das ist noch besser. Ich sage jetzt Servus und Ciao und hier kommt noch der Papa und die Kinder. Wuhu! So, schauen wir noch mal davor. Have a safe day, man. You're welcome. Also erst einmal noch mal das Weiße Haus, oder? Weil den besten Blick hat man ja gerade. So, wo sind sie da vorne? Sind sie, ne? Und kann mir einer noch mal die Frage beantworten, waren wir heute im Fernsehen? Ja oder nein? So. So, hier habt ihr jetzt noch jemand Besonderes. Wenn ihr den Film aus dem Februar geschaut habt, hey, excuse me. Du, das ist doch der Olli. Oh! Ja, grüß dich, Olli. Grüß dich, Schwein. Ja, was habt ihr? Oh, und da ist so in der Bau. Zeig, stopp. Zeig mal, was ist das? Ja, zeig mir deins. No, you can put it wherever you want. Du darfst es dahin machen, wo du willst, ne? Da ist der Papa, den kennt aus dem Fernsehen, der hat noch nicht seinen krummen Hut aufgehabt. Das ist der Sherrod, Dr. Professor Sherrod Block. Im Ruhestand mittlerweile, gell? Ja, genau. Ja. Und du bist jetzt Filmstar geworden. Wie heißt jawohl, der Film? Jawohl, und meine Frau auch. Oh, komm rein. Schauspielerin. Oh, die Schauspielerin? Ja. Ne, erzähle mal, Anja und Sherrod. White House Plumbers. Ja. Aber nur auf HBO zu sehen. Also bei White House Plumbers auf HBO zu sehen, da ist der Sherrod und die Anja, die sind da Statisten, oder? Im Background, ja. Ja, im Background. Und du hast noch was dabei? Ja, mein VW. Der VW mit dem Würzburger Hofbräu? Schild auf die Seite. Wahnsinn, mit dem Würzburger Hofbräu Schild auf der Seite, ne? So, da sind die Kinder, die so in der Bau, die sind ja bekannt aus Funk, Film und Fernsehen. Bo, wie heißt das Haus da drüben? Das Weiße Haus, oder? Und da ist der Opa. Bäm, jetzt hat er es auf der Stirn. Und jetzt zeigt man euch nochmal das Weiße Haus. Das war jetzt irgendwas. Hallo, Lutz. Hab leider kein RTL gesehen, also weiß das nicht. Und kein anderer kann mir Bescheid geben. Mensch, was ist denn da los? Ne? Was ist denn da los jetzt da? Also, hier nochmal der Blick aufs Weiße Haus. Ein bisschen von der Seite. So. So schaut's aus. Und mit diesem Blick aufs Weiße Haus verabschiede ich mich jetzt hier aus Washington DC. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt zu New York City. +1 201 661 4803. Es gibt bei mir natürlich die privaten Touren 468. Es gibt die Gruppentouren, günstiger. Und es gibt die Montagssession und die Wednesday-Session. Das ist auch der Hammer. Die sind noch günstiger. Aber es muss halt eine bestimmte Anzahl von Gästen mit dabei sein. Fragt's gerne, meldet euch bei mir. Ich sag Servus und Ciao hier aus Washington DC. Freue mich auf euch. Und jetzt steigen die Kinder über den Zaun, oder? Nee, gehen sie nicht. Wow. Sieht man ihn vielleicht? Oder oben sieht man die Leibwächter. Habt ihr sie gerade gesehen? Ich meine die Scharfschützen. Oh, da oben sieht man auch das Gewehr, wie es leckt. Interessant, interessant. Seht ihr das da oben? Also da seht ihr das direkt bei diesen Pfosten. Interesting. So, das sind die Affen los, ne? Da sind die Kinder und besteigen den Zaun. Hey Monkeys, aufpassen bitte. Zoe und Bau, Zoe, aufpassen. So, in dem Sinne, ich muss jetzt hier ein wenig auf Kinder aufpassen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.